So, hallo und herzlich willkommen wieder hier mit mir, nur einer von vielen. Und weiter geht's hier mit Ark und dem T-Rex Breeding, Mutations und Co. Wie auch immer, Miniserie in der Serie. Naja. So, ich habe hier halt eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir haben ungefähr wieder 20 T-Rex-Eier. Davon sind 3 Stück oder 4 Stück auf jeden Fall Level 300, weil die Eltern halt 300 und 302 sind. Der Rest ist knapp drunter und was da rauskommt, werden wir jetzt gleich sehen. Das erste ist geschlüpft. 298. Naja. Ey, ich habe das Ei wieder eingesammelt. Das wollte ich doch nicht. Ja, hallo und herzlich willkommen hier in den Reihen. Disable Wandering. Dann bleibst du erstmal stehen. So, was schlüpft jetzt hier gleich? 37, 24. Na komm, lassen wir die erstmal im Schlüpfen. Also der hier geht ja schon mal, ne? 298. Ich finde die Farbmischung eigentlich ganz schön. Also das Rot, ne? Roten Rücken, hellblauen Bauch und dann so ein, naja, eigentlich ist das auch hellblau, der Kamm oben. Oder soll dunkelblau sein? Ja, ist okay, ne? Ist okay. Ist jetzt zwar noch nicht so das genialste, geilste über, was wir bis jetzt gehabt haben, aber es ist okay. Zack, da ist der nächste. 302. Oh, sieht leider genauso aus. Oh, was habe ich denn da jetzt in letzter Zeit wieder zusammengebreedet? Huch. Naja, und du bist 294. Ja, der ist nicht ganz so toll geworden hier. Naja, okay, ich stelle sie erstmal ein bisschen beiseite und dann machen wir mal die nächsten, ne? Kommt mal her. Durchgucken tun wir die dann später, wenn alle geschlüpft sind. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Na, komm ran hier. Kommt her. Da kommen sie. Kommen sie ran. Hier werden sie genauso beschissen wie da hinten und überall und nebenan und ja. 1, 2, 3. Sind ja nur 3. Hier habt ihr schon mal was zu futtern. Da der nicht eingeht in der Zeit. Da, du auch. Oh, da kann er noch weniger tragen. Der ist noch nicht ganz so alt, ne? Ja, komm, muss erstmal reichen. Wir wollen mehr T-Rexe sehen. Ja, dann wächst es mit einer Eiwart hier schon wirklich fast das hier, ne? So, dann legen wir das nochmal dahin. Das sollte jetzt vor zuerst schlüpfen. Dann nehmen wir mal eins davon. Nehmen wir mal noch eins davon. Ich muss mal gucken, dass die ja einigermaßen zügig rauskommen. Nicht, dass wir jetzt hier noch eine Stunde brauchen, bis die alle geschlüpft sind. Das kann schon mal vorkommen bei so vielen Eiern. 10, 9, 8, dann kommt der nächste. Ein guter ist ja auf jeden Fall schon mal dabei hier, ne? 302. Ich meine, die sind alle nicht so schlecht, aber... Ich will halt immer noch eine Steigerung, ne? Und! Na, 300. Ah, sieht nicht ganz so schön aus, ne? Der hat halt irgendwie den schwarzen Rückenkamm genommen. Bekommen. Ja, ich bin da im Moment von den Farben her, habe ich so ein bisschen geschludert, was die Gene angeht. Da war mir jetzt ein bisschen egal. Ich wollte erstmal die Stats zusammenkriegen und die Farben, die mache ich dann später. Na, wie lange brauchen sie noch? 1,40. Das ist aber lange. 2 Minuten noch. Auch noch 2 Minuten. Da kann ich den nochmal in Ruhe wegstellen. Komm mal her, Baby Rex, Level 300. Stell dich mal hier neben deine Geschwister. Die beißen auch nicht. Dann gleich mal gucken, was wir da so für Geschlechter haben, ne? Wir brauchen da möglichst viele Weibchen. Weil ihr wisst das ja, ne? Wie im wahren Leben. Die Männchen können halt immer. Die Weibchen, na, die muss man halt überzeugen. Da mitzumachen, das ist nicht ganz so leicht. So, kriegst du wieder was hier. Bis die mal auf, so auf 10% sind, ne? Das ist dann immer ein bisschen lästig, da man die dann die ganze Zeit immer noch mit der Hand füttern muss. Also ist das halt, ne? Ein bisschen Beschäftigungstherapie auch für mich. Den da noch in der Mitte. So, kriegst du noch ein bisschen. Ja, da. Reicht doch erstmal. Na? Na? Ja, gut, so wollten wir das sehen. Na, wie lange brauchen sie jetzt hier noch? Wieso liegen hier noch 3? Achso, weil der eine ja geschlüpft ist, bin ich blöd. Legen wir da halt mal noch eins zu, ne? Einfach hier auf der Ecke kommen. Da nochmal eins hin. Wie lange brauchen die jetzt hier noch? 50 Sekunden. Komm, in der Zeit können wir immer noch 1, 2 hinlegen. Ja, noch eins. Ja, doch. Ich denke, so ist das gut. Joa. Was sagt das Ei hier? Außer Knickknack. 30 Sekunden ungefähr. 33. Och, ja, das hat hier immer alles so lange gedauert. Können wir hier nochmal kurz in die Stats reingucken. Obwohl, ich weiß halt, es muss halt 304 sein oder drüber, ne? 302, das haben wir auch schon gehabt. Jupp, dem fehlen nämlich die 37 Punkte in Food. Das heißt 4 Level, also 306 könnten sie werden. 306, das ist unser Ziel jetzt heute. Hoffentlich klappt das. Eins von denen wenigstens. Ein 306er, da wäre ich ja schon mal stolz. Na gut, hier 5, 4, 3, 2, 1. Und der nächste, komm. Was kommt da raus? Ein Hamster? Ach, ein 292er. Mit blauem Rückenkamm. Naja, haben wir schon Schöneres gesehen. Wer ist der nächste? Erwin hier mit 15. Und dann haben wir hier noch 53, 1,12 und dann kommst du hier nachher, ne? Mit 1, na gut, irgendwas. 4, 3, 2, ja komm Kleiner, komm raus, du komm doch, komm zu Papa. Ach, 2,98.
Das ist immer so knapp, ne? Ja, beweg dich erstmal ein Stückchen, das ist gut. Kommt nämlich irgendwie nicht richtig an dich ran. So, okay, haben wir. Disable Wandering. Wer will jetzt 30? Einer geht noch, du, einer geht noch. Gewinne, 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 gewinne. Wie auf der Kirmes geht das hier. Einer nach dem anderen. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Das große Schlüpfen heute. 18, 17. Ja, warten wir eben, bis die geschlüpft sind, dann stelle ich einfach alle wieder weg. Da fütter ich die durch und dann legen wir die nächsten hin und ja. So müssen wir das nochmal eben ein paar Mal machen. Ein paar Eier haben wir nämlich leider noch. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 306. Nein! Ah, na, wenigstens wieder mal jemand mit einem grünen Rücken kam hier. Sieht mal wieder ein bisschen anders aus, ne? Und wer will jetzt hier? Du hier, 10? Mhm. Und du brauchst noch ein bisschen, oh, auch nur 10. Na, aber der hier kommt trotzdem zuerst. Komm, jetzt Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. 2, 1, Risiko. Dark Queen Duck, 304. Zumindest schon mal ein bisschen besser. Und, was bist du? Ach, 294, ne? Na, kommst du da raus? Oder willst du unbedingt stehen bleiben? Na gut, dann bleibst du halt stehen. So, haben wir noch alle auf Follow, jupp. Dann kommt mal hier rüber. Wir müssen dann wieder Platz machen vor den Klimaanlagen. Macht euch da mal nicht so breit. Mal nicht so egoistisch, bitte. Eure Geschwister wollen doch auch noch Platz haben. So, das reicht erstmal. Jetzt müssen die alle wieder füttern. Das sind schon so viele. Na gut, hauen wir uns hier mal gut Fleisch in die Tasche. Na, die Kleinen hier, die können ja eh noch nichts tragen. Also die Frischen, die Jungen hier, ihr kriegt eh alle nur 5. Jetzt muss ich muss die nachher mal alle ordentlich aufstellen, weil so ist das jetzt wieder richtig schwierig hier zu sehen, welchen man denn schon gefüttert hat und welchen nicht. Hab da schon jetzt ja schon keinen Durchblick mehr. Aber egal, ich gebe denen jetzt erstmal allen ein bisschen, ne, dazu auf jeden Fall nicht eingehen. Und gleich füttern wir die dann richtig. Der hier hatte schon nichts mehr. Macht aber auch nichts, ne? Guck mal, du hast doch was. Wunderbar. Und, ja, ich will doch noch einmal an dein Geschwisterchen da in der Mitte. Jupp, dankeschön. Ob ich sie jetzt wirklich alle gefüttert habe? Gucken wir uns zumindest mal die Guten an, ne? Wer war denn hier gut? Wer bist du denn hier? Ne, du bist nicht gut. Du bist, naja, eher so mehr so geht. So, wo ist der 304er? Da ganz hinten. Ah. Da, der ist bis jetzt mein Liebling. Auch wenn er den nicht ganz die richtige Rückenkammfarbe hat, ne? Da könnte, hätte ein bisschen schöner sein können, aber... Naja, man kann sich das nicht immer aussuchen, ne? Als Elternteil muss man seine Kinder lieben, wie sie kommen. Ja. So, legen wir wieder ein paar dazu. Für die nächste Runde. Ja, da kann ich jetzt mal anfangen, Salz zu holen und so einen Scheiß, ne? Die anderen T-Rexe da mal fertig zu machen, die da eine Stunde stehen bleiben können, bis sie halt auf 10% sind. Muss mal gucken, wie ich das mit dem Prägen mache. Ich denke, ich präge die gar nicht, wa? Ich habe halt zu wenig Mantis-Eier und so. Okay, 1,56. Ja, das dauert jetzt hier halt ein bisschen. Könnten wir eigentlich mehr Fleisch da reinpacken? 304, 302, ne? Dann haben wir noch einen 300er. Also, die drei sind auf jeden Fall einigermaßen okay. Gucken wir mal, wie der 304er hier aussieht jetzt in der Zeit, ne? Komm, jetzt haben wir hier Zeit zu spielen. Ey, dem fehlen immer noch 4 Level. Hm. Weil ihr seht, manche haben halt in 37 in Food. Der hier hat nur 33 in Food. Seit wann kann man denn in den Eiern sehen, was die für Stats haben? Das ist aber neu. Ah ne, das geht doch nicht. Ich wollte schon sagen, irgendwann hat er mir da aber gezeigt. Doch, der hat 37 in Food. Ne, hat er nicht. Ne, 304 hat er nicht. Doch, hat er wohl. Ja, was denn jetzt? Welcher Stat fehlt dem denn dann? Irgendwann muss dem noch fehlen. 304? Ich hab doch gesagt 306. Na egal, gucken wir später weiter durch. Ja, was haben wir hier? 54 Sekunden noch, bis die nächsten kommen. Schön, 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 schön. Ah, ich sollte die sofort nochmal aufheben, ne? Damit die nicht alle auf einmal schlüpfen. Ach komm, auch egal. Wir lassen jetzt einfach schlüpfen. Na, kommt raus, ihr Kleinen. Zu euren Geschwisterchens. Also ich werde die nicht alle großziehen, ne? Wir müssen noch einmal ein bisschen sortieren. Männchen und Low-Level, die kann ich eigentlich wegschmeißen, ne? So wie der hier, der kann halt weg. Müssen wir gleich mal in Ruhe durchgucken. Schade, der hier kann leider auch weg. Ah ne, der ist 302, den werde ich trotzdem behalten. Na, gucken wir gleich. Zu 19, 18. Gleich ist es wieder soweit, die nächste Runde kommt. Danach haben wir noch 4 Stück. Ja, läuft doch. Wenn wir es so in 20 Minuten geschafft kriegen, hier alle rauszuschlüpfen, schlüpfen zu lassen, dann ist das doch schon mal ganz okay. 7, 6, 5. Ah, der hier kommt zuerst. Na, dann zeigt euch. Was kommt da raus? 2,94. Oh, mit dunklem Bauch jetzt mal. Oh, da habe ich ein Ei aufgehoben. Und ein 290er. Oh, da war aber, das ist aber schlecht geprockt. Wie soll man sagen hier? Da hätte was Besseres rauskommen können.
Lass mich doch mal eben hier an dein Geschwisterchen dran. Ah, so. Oh, jetzt habe ich leider ein Ei aufgehoben aus Versehen. Oh, da ist schon wieder einer geschlüpft. Welches war denn? Das hier, ne? Wer ist da geschlüpft? Der hier. 304, ey, 304, bleib hier. Nicht abhauen. Du bist gut. Du bist potenziell okay. Wen haben wir da noch? Wer ist jetzt hier noch rausgekommen? Ah, 296, schade. Du bist nicht ganz so toll. So, wen haben wir hier noch? Noch irgendein Patient hier, ne, noch ohne Fahrkarte. 14, 13, der hier kommt zunächst. 2, 1 und. Zwillinge. Schade, nur 298. Ach, 298, ne? Was will ich denn damit? Davon habe ich schon so viele. Oh, da ist noch was geschlüpft. Warte, hier, bleib hier. Ich habe noch keine Zeit. Ich muss gucken, was die anderen machen. Oh, Stress hier. Tierpfleger, Bi im Stress. 284, ne? Auch nicht so toll. Und der hier? 302, na gut. Der geht schon wieder ein bisschen länger. Ein bisschen besser. So, bleib hier, nicht abhauen. So, jetzt haben wir schon eine. Uiuiui, sind da schon viele. Müssen wir die mal woanders hinstellen hier. Kommt mal alle hier rüber. Put. Wenn ihr was zu fressen haben wollt, müsst ihr euch bewegen. Hallo, du da hinten auch. Ne, der will nicht. Ah, das ist wahrscheinlich der 304er, ne? So, können wir die erstmal so lassen? Ja, ne? Ja, so geht's. Dann können wir denen einfach zu fressen geben. Hey, lass mich hier, du blöder Schwanz hier. Ich häng da am Schwanz fest. Ah, Schwanzparade hier. Jetzt brauche ich ein bisschen mehr Fleisch, ne? Geben wir denen allen halt mal wieder ein bisschen und dann gucken wir noch in den letzten 4 Eier rein. Eierparade. Nein, das große Schlüpfen habe ich das ja heute genannt, ne? Ich finde, das klingt besser. Guck mal, jetzt können die auch schon mal tragen. Das ist halt das Schöne an den T-Rex, ne? Die sind halt gar nicht so empfindlich. Ich gehe jetzt andersrum. Nicht wieder an dem Schwanz da. Na, komme ich irgendwie an den da in der Mitte? Jeppa. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Cowboy, der seine Horde in Zaum halten muss. Seine Kuhhorde. Ich könnte mir ja ein Pferd holen, ne? Oder mit dem Einhorn mache ich das. Bin ich Cowboy auf dem Einhorn? Habe ich sie jetzt alle gehabt? Ich glaube schon, wa? Ich glaube zumindest. So, dann machen wir erst mal den guten hier, ne? Den 304er hier. Was hatten wir da noch? Da war doch noch 302 und so. Oh, der hat auch schon nichts mehr. Hm. Ja, muss ich hier alle noch mal eben durchfüttern. Ja, ich kann mich ja schon langsam vorstellen, wie hier, ne? Ich weiß ja, wer hier bei uns am Server letzte Tage hier wie viel Giganotos? 30 Giganotos großgezogen hat. Ich weiß, wie der sich fühlt. Er drückt wahrscheinlich. Na, du hast noch genug. Aber ich will dann nochmal an dein Geschwisterchen da in der Mitte. So, oh, der hat auch noch. Ja, ich glaube, alle habe ich nicht erwischt, aber ein paar. Da, guck mal, der hat nämlich noch nichts. So, muss jetzt erstmal wieder gut sein. Hoffentlich habe ich. Hauptsache, ich habe die ganzen hohen, ne? So, machen wir nochmal eben die letzten 4. Und dann können wir durchsortieren, was wir davon behalten und was nicht. Schauen wir mal. 4 Stück noch, komm. Noch ein paar von den 304ern, das wäre gut. So kommen wir halt weiter. Ich weiß, es kann echt sein, dass 304 jetzt gerade das Maximum ist, ne? Von den Genen, die ich jetzt zurzeit verwende. Sagen wir mal so zumindest. 2 Minuten brauchen sie hier noch. 3 Minuten. 3 Minuten, 2 Minuten. Oh, da kommt irgendein Sandsturm oder so. Ja. Die Rex hier sind halt fast alle gleich, ja, fast, weil ich bin halt so, ja, fast an dem Limit, wo ich halt hin kann im Moment mit meinen Genen, die ich halt habe. Deswegen kann da gerade nicht mehr viel passieren. Aber wir haben trotzdem noch nicht das Maximum da rausgeholt, was wir halt haben wollen. Na, wo haben wir denn noch schön Salz? Ist ja alles hier schon angelutscht. Ich suche noch ein bisschen nicht angelutschtes Salz. Na gut, dann mischen wir das halt mal neu. So, ja, überall ist hier was angekratzt. Wie viel brauchen wir denn? Na, das ist schon ein bisschen, was wir da unten benötigen, ne? Das sind schon ein paar Tiere. Oh, komm hier. Ja, nehmen wir noch ein bisschen. Ne? Einer geht noch, du. Einer geht noch. So. Zumindest schon mal die halt schon ein bisschen was tragen können. So, wie sieht das hier aus? Das sieht auch gut aus. Ich will erstmal den hier. Hallo. So, dann vergammelt das Fleisch hier schon mal nicht mehr so schnell. Wie lange habt ihr hier noch? 1,19, 2,10, 2,23, 1,20. Gut. Der hier ist halt noch okay, ne? Level 300. Da, hier ist noch 302. Komm, lass mich an die ran. Ich will dir doch nur was Gutes geben. So. Ja, und jetzt. Ich weiß es noch nicht, ne? Das sind auf jeden Fall die ich behalten will. Ich denke mal, die 298er werde ich auch behalten. Oh, das hier ist sogar ein Weibchen. Ja, du bist auch behalten. Hat schon nichts mehr zu fressen. Shit. Muss ich mal schnell was nachlegen, ne? Mann, immer dieser Stress hier. Dieser fürchterliche Stress. Muss mich da ein bisschen bei entspannen. Immer locker bleiben. 298. Ist hier sonst noch ein 300er dabei?
Ne, da schlüpft er. Na, ich hab gedacht, ich hab schon wieder schlüpfen gehört, ne? Ich komm hier einfach nicht vorbei, wa? So, jetzt aber. Welcher ist es? Du hier. 302. Da, kriegst du da bisschen davon, bisschen hiervon? Ne, so nicht. So wollte ich das machen. So, und jetzt noch Maximum Fleisch. So, jetzt gucken wir nochmal nach den Eiern. Müsste doch jetzt hier sofort rund gehen, ne? 28. 1, 2, 20, 1, 7. 13, 12. Da geht's weiter. 9, 8, 7. Oh ja, du Kleiner, ne? Süß. Ist sogar ein Weibchen, juhu. 2, 1. Was kommt raus? Zeig dich. 2, 96. Ja, ja, gut. Schade drum. Aber wenigstens ein Weibchen. Hab ich noch ein bisschen Fleisch hier? Ja, komm, ich kriegst du direkt was. Wen haben wir hier noch? Wer ist unser nächster Kleiner hier? Da ist er! 2,96. Ja, ja, gut. Ach, shit, das Ei aufgehoben. Passiert, ne? Fehler passieren hier. Leider auch mal. So, na, ein bisschen mehr kann er eigentlich kriegen, ne? So. So, ein Ei nochmal wieder dazu mogeln. Dieses da, ja. Wie lange will das denn noch? 50. Und das andere? 24. Ach, ist schon gut so. Passt schon. Ja, dann haben wir sie alle raus, ne? Und dann gucken wir uns die jetzt gleich mal mit Ruhe an. Dann sortieren wir die mal, stellen wir die schön auf, dass ich die auch alle in der Reihe füttern kann. Das wird auch noch witzig und puh. Naja, so ein T-Rex-Züchterleben, ne, ist nicht immer einfach. Das unterschätzt man. Das kennen nur die Leute, die sich hier auf dem Server auch mit so großen Züchtungen auseinandersetzen. Und 292. Ach, was ein Scheiß hier. 292er T-Rex, ne? Bah! Für eine Tonne! Einer noch, einen haben wir noch. 15. Ah, hier ist gerade ein Gewittersturm um uns herum. Naja. So ist das halt. Ja, ich gebe denen trotzdem erstmal was zu fressen, ne? Ich bin ungern so ein Tiermörder, ne? Das ist halt. Man kennt das vielleicht, ne? So als Tierpflege. Und was haben wir hier noch? Ein blauer 292. Schade. Boah, ganz schön viele Eier, wo Crap rauskam, ne? Muss ich jetzt hier mal leider sagen. Okay, wo stellen wir die denn da mal hin? Keine Ahnung, wa? Müssen wir uns jetzt mal hier ein Plätzchen suchen. Kommt mal her, ihr Kleinen. Erstmal hier. Put. Genau so. Macht da gut. Okay, lassen wir die erstmal da stehen. Wie sortieren wir die jetzt am besten? Ich glaube, gut wäre, wenn ich die alle einmal zusammenziehe und danach wieder auseinanderziehe. Das wird jetzt aber nicht so lustig. Ja, ich spiele mal ein bisschen mit den T-Rexen rum. Ich stelle die mal ordentlich auf und dann gehen wir gleich hier nochmal zusammen im Video die Stats durch. So, jetzt haben wir die hier alle mal schön aufgestellt. Ich habe die mal eben gefüttert, habe denen ein bisschen Salz gegeben. Jetzt können wir uns mal die Stats angucken. Ja, ein paar von den Rexen habe ich mir schon rausguckt, die ich also nicht durchkommen lassen werde, ne? So wie den hier, 284, das ist mir einfach zu low, ne? Der hier, 304, der sieht doch schon gut aus, ne? 51, 37, 45, 38, 42, 45, 45 von den Stats her. Was fehlt dir hier denn, ne? 302. Ich komme nicht an den 302er ran. Da, jetzt 302. Was fehlt dem denn? Gucke ich mir mal eben von hinten genauer an, warte mal. Das erkenne ich irgendwie nicht so wirklich. 304 und 302, so. Und jetzt 304. Komm, gib mir den, zeig mir doch den 304er. Hey, will der nicht, wa? Wegen den scheiß Schwänzen, der ist immer noch so. Ja, aber den T-Rexen, ne, die Schwänze von denen, die sind viel länger, wie angezeigt werden, wenn die Babys sind. Das ist so lästig. Ich hätte die weiter auseinanderstellen müssen. Boah, ich hab die doch extra so hingestellt, dass ich da gucken kann. Ne, ich krieg den einfach nicht. Och, komm schon. Warte mal, vielleicht wenn wir zoomen. So, jetzt aber, komm. Nee, will er nicht. Probieren wir nochmal von vorne. Muss doch irgendwie zu sehen sein. Ja, vielleicht so von weiter weg, das könnte gut gehen. So, 304, da haben wir. Und daneben ist ja 302, ne? Warum nimmt er immer den 292er dazwischen? Ich will mir die beiden halt direkt im direkten Vergleich angucken, aber das ist hier leider gerade nicht möglich. Geht nicht. Ich kriege es leider nicht hin. Na, müssen wir jetzt hier. Oh, komm, scheiß drauf, dann habe ich jetzt keinen Bock mehr. Dann bringe ich jetzt doch ein paar mehr Rexe raus. Tja, schade, du bist ein Weibchen, ne? Weg damit! Ja, ich räume noch mal ein bisschen auf. Ich sortiere dann erstmal eben die Rexe aus, die wir nicht brauchen, und dann haben wir hier gleich ein bisschen mehr Platz. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen aufgeräumt. Was ich damit gemacht habe mit den T-Rex, da wollt ihr gar nicht wissen. Oder soll ich das mal einmal kurz zeigen? Ach komm, einmal kurz, ne? Die meisten wissen es sowieso. Da laufen sie alle hier. Rennen sie durch die Wüste. Sollen sie mal ruhig laufen. Habe ich nichts mehr mit am Hut. Die sind halt schon alt genug.
So, jetzt können wir uns die beiden hier wenigstens angucken. Da, 302 und 304. Ich denke nämlich... Ah, da, jetzt sehen wir den Unterschied. Das ist Sauerstoff. Der hier hat 2 Punkte mehr in Sauerstoff. Ja, die sind auch so wichtig, ne? Na gut, 296. Ah, dem fehlen die 8 Punkte im Gewicht. Dann fehlen dir auch die 8 Punkte im Gewicht, ne? Was fehlt dir? Der hat die 8 Punkte im Gewicht. Dem fehlen die 4 Punkte in Food. Ja, immer so Kleinigkeiten, ne? Wir sind schon so nah dran. Naja, aber leider noch nicht ganz, ne? 302. Aber wenigstens haben wir jetzt schon ein paar von den... Lass mal gucken, was sind denn die 304er hier? 304 Weibchen. Super. Super, super, super. Wir hatten noch einen 304er, ne? Wenn das jetzt noch ein Männchen ist. Was ist es? Noch ein Weibchen. Na gut. Tja, Weibchen und Weibchen zu paaren geht leider nicht so leicht. Dann muss ich mir halt einen 302. Komm, was bist du? Das ist ein Männchen. Ist das schon mal gut? Ist das schon mal gut? Wir sind ja schon mal ziemlich nah dran. Wäre jetzt der 304er ein Weibchen noch gewesen, ne? Ein Männchen gewesen, dann hätten wir halt die 304er sicher erzeugen können in der nächsten Generation. Ja, so sind wir jetzt halt nur sehr nah dran. Das ist aber okay. Eigentlich bräuchte ich nur die 300er aufzuheben, ne? Also 300 und 302. Aber ich brauche ja so auch nochmal ein paar T-Rexe, ne? Und ich will die Masse nochmal ein bisschen, ja, erhöhen, ne? Vergrößern. Deswegen nehme ich hier die 296er. Oder? Mache ich die weg. Behalte ich nur die 298er? Mache ich die beiden hier noch weg? Der sieht aber eigentlich schön aus hier, der 296er, ne? Der eine hier zumindest. Mit dem dunkelblau, sonst die anderen haben nicht all das hellblau bekommen, ne? Das ist der einzige, der den dunkelblauen Bauch gekriegt hat. Ich glaube, ich lasse den einen hier noch durchkommen und den einen hier, den bringe ich noch weg. Ah, komm, das reicht. Machen wir den gleich noch weg. Joa, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich bin eigentlich zufrieden mit der Runde, sagen wir mal so. Ja, und jetzt muss ich die halt erst wieder auswachsen lassen und dann können wir halt weitermachen mit der nächsten Runde, ne? Joa, da zeige ich euch dann natürlich auch wieder. Ich zeige euch dann nochmal, wenn die ausgewachsen sind und was ich dann damit mache. Und ja, ich hoffe, euch hat euch der Teil hier auf jeden Fall mal gefallen. Ich denke, das war dann jetzt Arc-T-Rex Breeding Special, wie auch immer, Nummer 11, ne? Ja. Na dann sage ich mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.